Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Blick über den Tellerrand. Mein heutiger Gast ist seit 2015 praktizierende Tierärztin in Österreich und hat 2018 die Zusatzausbildung zum CCRP gemacht. Sie arbeitet aktuell in einer der größten Tierkliniken Österreichs in der Nähe von Linz. Spezialisiert ist sie neben dem CCRP auch auf die Tierzahnmedizin dort. Hunde und Hundesport waren schon immer ein wichtiger Teil in ihrem Leben und 2017 ist sie mehr durch Zufall zum Agility gekommen. Davor war sie mit ihren Hunden in der Unterordnung und im Mantrailing unterwegs. Mittlerweile ist das regelmäßige Training und das ein oder andere Turnier einfach ihr Ausgleich zu manchmal doch sehr stressigen Berufsleben. Sie liebt es einfach, mit ihren Hunden gemeinsam die Parcours zu erarbeiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln. Dabei geht es ihr gar nicht um große Erfolge am Turnier, sondern einfach darum, dass sie und ihre Hunde auch sich selbst sowohl geistig als auch körperlich fördern und alle gemeinsam Spaß haben. Im Vorgespräch mit ihr hat sie auch erwähnt, wie erstaunt sie war, dass die Sporthundephysiotherapie sich so sehr von der Rehabilitationsphysiotherapie unterscheidet und sie so viel mehr auch dazugelernt hat. Ich freue mich, dass wir einen Ausflug in die Welt einer Tierärztin machen dürfen und sie sich heute Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Lisa Affenzeller. Hi, also hallo, freue mich echt da zu sein und dass du mich gefragt hast. Ja, sehr gern. Schön, dass du auch heute natürlich da bist und uns auch mehr über deinen Beruf erzählst. Ja, sehr gerne. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über deine Lebensgeschichte. Haben Hunde oder Tiere in deiner Kindheit denn schon eine Rolle gespielt? Ja, also extrem. Es war also, auch wenn du meine Mutter fragst, mein Berufswunsch war schon im Kindergarten Tierärztin zu werden. Und ich bin da eigentlich auch nie davon weggekommen. Also ganz, ganz untypisch eigentlich. Und es haben mich sehr, sehr viele Schulkollegen auch immer wieder drum beneidet, dass ich eigentlich straightforward immer gewusst habe, was ich machen möchte. Und das habe ich auch im Endeffekt durchgezogen und es war einfach echt, ja, es ist einfach mein Leben, Tierarzt zu sein. Ja, es ist definitiv so. Ja, und auch Hunde waren einfach immer Teil von meinem Leben und ich war immer so, dass das Kind das immer gefragt hat, ob ich, wenn ich irgendwo einen Hund gesehen habe, ob ich den streicheln darf. Und mit 13 habe ich dann endlich meinen ersten eigenen Hund bekommen, nach viel bitten und betteln und ja, im Endeffekt seit meinem 13. Lebensjahr gehören Hunde einfach immer zu mir und ich habe, glaube ich, die längste Zeit, wo ich seither ohne Hund war, waren, ich denke, so 7-8 Monate oder so, nachdem mein erster Hund verstorben ist und danach eigentlich war ich nie länger ohne Tier. Okay, ist ja echt erstaunlich. Das gibt es ja, glaube ich, echt einmal von 100.000, dass so ein Kinderwunsch dann in die Tat umgesetzt worden ist. Wie ist dieser Wunsch in dir schon als Kind entstanden? Gab es da irgendeinen Auslöser, ein Erlebnis? Eigentlich nicht. Also zumindest nicht, dass ich mich konkret daran erinnern könnte. Aber ich weiß nur, also die Mama hat mir damals zum 18. Geburtstag ein Fotoalbum geschenkt, wo eben so Kinderfotos bis zum 18. eben. Und da ist ein Foto von mir drin, da war ich, glaube ich, 2 oder so mit einem Plastikstethoskop im Ohr und einer kleinen Kuh, die ich abgehört habe. Und es war irgendwie einfach immer schon. Wie gesagt, ich kann mich eigentlich nicht konkret daran erinnern, wann ich beschlossen habe, dass das unbedingt mein Berufswunsch ist und sein soll. Aber es hat einfach immer schon zu mir dazugehört. Es war einfach so. Sehr cool. Was hast du noch als Kind? Nimm uns da noch ein bisschen mit. Das ist so nett. Was hast du noch als Kind mit Tieren so veranstaltet und gemacht? Ja, also im Endeffekt, ich war schon ziemlich bald habe ich angefangen zu reiten. Also Pferdesport war eigentlich auch so was immer schon zu mir gehört hat. Mit 12 Jahren habe ich dann, glaube ich, angefangen, wirklich intensiver reiten zu gehen, auch im Springsport ein bisschen, aber halt wirklich einfach nur freizeitmäßig, also da noch gar nicht turniermäßig. Ja, und ansonsten, ich habe auch immer wieder mal freiwillig eigentlich, seit ich, wie alt war ich da, 17, glaube ich, oder so, immer mal wieder in der Tierarztordination schon mitgeholfen. Es war eben die betreuende Tierärztin damals von meinem Hund und die habe ich halt einfach gefragt. Und
ob ich mal kommen darf und mithelfen darf. Und sie war eigentlich am Anfang, das hat sie mir hinten nach mal erzählt, eigentlich, dass sie so gesagt hat, sie hat so viel schlechte Erfahrungen vorher gemacht mit Schülerpraktikanten und so weiter, dass sie eigentlich zuerst gar nicht Ja sagen wollte. Und irgendwie hat sie so ein Bauchgefühl einfach gehabt, wo sie gesagt hat, okay, sie versucht es mit mir halt nochmal. Und das hat sie mir einfach dann irgendwann mal erzählt, während einer Operation, einfach die wir gemeinsam gemacht haben. Ah, macht man ja normalerweise immer so ein Pläuschen nehmen. Ja, absolut, ja. Das ist eigentlich immer sehr entspannt. Und im Endeffekt hat sie gesagt, ja, sie war total erstaunt eigentlich, dass ich so interessiert war und sie hat mir dann auch schon ziemlich bald einfach ganz, ganz viele Dinge einfach auch zugetraut, wie eben Operationsassistenzen und so weiter, wo ich also später dann auch, als ich schon studiert habe, und das sie ist im Endeffekt, sie haben wir immer noch super, super Kontakt und das ist, ja, sie ist so meine Tierarzt-Mami unter Anführungszeichen, sage ich mal. Und das hat sich einfach auch wirklich lang gehalten. Und ja, auch im Tierpark war ich auch hin und wieder mal so unterwegs, eben als freiwillige Helferin und habe da eben auch mit exotischen Tieren teilweise auch mit Elefanten und in den Raubtiergehegen auch mitgearbeitet und so. Wow, ja. Sehr cool. Also in sehr vielen verschiedenen Bereichen auch gleich schon Erfahrungen gesammelt. Genau, ja, das war mir auch immer super wichtig, weil gerade dieses Gebiet ist einfach mega breit gefächert und ich wusste am Anfang noch nicht wirklich, in welche Richtung dass ich gehen will, einfach eher Kleintiere oder doch die Pferdemedizin, weil gerade Pferde trotzdem auch sehr viel zu mir gehört haben damals noch. Und im Studium hat sich's dann einfach komplett gedreht und ich hatte einfach dann mehr Zeit eben mit meinen Hunden damals auch und da bin ich dann einfach so in die Kleintiermedizin dann auch reingerutscht und dabei geblieben. Und dann kam ja irgendwann mal der große Tag, wo dein erster eigener Hund eingezogen war. Erzähl mal, was war das für ein Hund? Wie lief das ab? Was hast du mit ihm gemacht? Das war auch schon ein Mischlingshund. Also ich hatte bisher, muss ich gestehen, noch nie einen reinrassigen Hund. Meine Hunde sind alle Mischlingskötter. ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich hätte spontan keine einzige Hunderasse, wo ich sage, die muss ich unbedingt haben. Es gibt ganz viele Menschen, die haben das und sagen, nur diese Rasse kommt in Frage und sonst gar nicht. Das habe ich einfach nicht. Für mich waren es immer Mischlinge. Schon ein gewisser Typ Hund, sage ich mal, also mehr die sportliche Variante und eher im kurzhaar muskulären Typ stehend, aber jetzt nicht so, wo ich sage, ganz konkret, es darf nur das sein und sonst gar nichts. Und der kleine Zwerg damals war ein Rüde, er hat Rico geheißen, der ist eingezogen, als er 8 Wochen war, den habe ich schon kennengelernt, der war gerade mal frisch geboren, also so, er war 2, 3 Tage alt, das war ein Bauernhofhund von einem ehemaligen Schulkollegen damals, der eben erzählt hat, seine Hündin hat Junge bekommen, weil der Nachbarhund war irgendwie offensichtlich schneller über dem Zaun. Und die Hündin war damals selbst erst, ich glaube, 9 Monate alt, wie sie die Welpen bekommen hat. Das war die erste Läufigkeit. Und Wahnsinn. Sie haben es halt einfach echt übersehen und der Nachbarhund war halt schneller. Das war damals ein Wolfsspitzmischling. Die Mama war ein Labrador-Jagdhund-Mix, der Papa war ein reiner Wolfsspitz und den habe ich eben schon mehr oder weniger, wie er frisch geschlüpft war, so dann einfach immer wieder besucht und begleitet und dann habe ich halt im Endeffekt dann Anfang halt noch so, es darf ja keiner wissen, meine Eltern schon gar nicht und dann irgendwie, wie sie dann älter geworden sind und dann so kurz vor Abgabetermin waren, dann war es irgendwie so, naja, würden doch gern haben und ohne Eltern fragen mit 13 geht dann halt auch nicht. Und im Endeffekt habe ich meine Eltern damals dann genötigt, mit mir zu dem Hof zu gehen. Das war nur mal gucken, gell? Genau, genau das war die Intention. Ja, ich muss euch mal was zeigen. Ja, können wir nicht einfach mal schauen gehen? Meine Brüder hatte ich damals schon eingeweiht, die waren vorher schon mal mit und haben den Hund auch schon gesehen. Die waren natürlich auch gleich mit an Bord und dann haben wir halt gesagt, okay, wir gehen dann mal rauf, wir schauen sie uns nur mal an und im Endeffekt
war dann relativ schnell beschlossen, dass er einziehen darf. Ja. Und dann haben wir ihn eben mit 8 Wochen vom Hof geholt. Ja. Und was hast du dann mit dem gemacht oder ihr als Familie? Habt ihr da schon irgendwas Ja. mit ihm geübt? Ja, grundsätzlich, ich war dann auch mit ihm eigentlich in der Unterordnung dann. Also wir haben schon Welpenschule damals besucht mit ihm und dann halt so, ja, als Ersthundebesitzer macht man halt auch noch seine Fehler. Hab mir aber trotzdem dann, also Hundeschule war einfach immer was, was für mich, für meine Hunde dazugehört hat. Und bin durch viele Trainerhände unter Anführungszeichen einfach schon gegangen und habe mir dann im Endeffekt für mich trotzdem einfach immer das rausgepickt, womit ich einfach was anfangen konnte, ja, was für mich einfach Sinn gemacht hat und wo ich auch mit meinem Hund dann weitergekommen bin. Und mit meinem ersten Hund habe ich damals BGH1, was damals noch gemacht und danach aber eigentlich keine weitere Prüfung mehr. Das war dann einfach nur so Familienhund mehr oder weniger. Ja, er war im Endeffekt, muss ich so im Nachhinein betrachtet schon sagen, er hätte wahrscheinlich viel mehr Potenzial gehabt, etwas zu tun, hundesportmäßig, was dann einfach aufgrund des ja, jugendlichen Alters und doch dann mit Schule nebenbei und so einfach ein bisschen untergegangen ist. Ja. Okay, und wie ist dann der Zufall Agility entstanden? Der Zufall Agility ist im Endeffekt 2017, da war meine zweite Hündin gerade relativ kurz leider verstorben. Die wurde mit 3 durch einen Autounfall leider relativ bald eben mit 3 Jahren aus dem Leben gerissen. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall, weil meine Mama der Meinung war, ich muss unbedingt wieder einen Hund haben, weil das für mich einfach so, ja, schon einfach ein Schicksalsschlag war. Und ich war dementsprechend auch wirklich ziemlich zerstört, zugegebenermaßen. Und die hat dann eben die Kira, die Kleine, die kennst du eh auch, zufällig im Internet gefunden. Da war sie so 10 Wochen alt und hat sie mir dann weitergeschickt und gesagt, na, magst du die nicht mal anschauen? Sie sieht so vom Phänotyp her eigentlich meiner vorigen Hündin ziemlich ähnlich, mal abgesehen davon, dass sie die Hälfte Gewicht hat. Aber grundsätzlich, die kam aus Tirol damals, die Kira, und das war lustigerweise so das Nachbardorf, wo der Bruder von meinem Opa wohnt. Und dann habe ich halt gesagt, gut, okay, ich mache einfach einen Tagesausflug, ich nehme den Opa mit, ich mache mir das aus mit seinem Bruder, den sieht er eh so selten. Ich schnapp den Opa, ich fahre nach Tirol, wir schauen uns den Hund an und ob ich ihn dann will oder nicht, das kann ich ja immer noch entscheiden. Und im Endeffekt, wie ich sie dann gesehen habe, konnte ich dann halt doch nicht mehr Nein sagen. Sie war mir zwar eigentlich viel zu klein, aber grundsätzlich, es war trotzdem irgendwie Liebe auf den ersten Blick und sie war dann einfach so, oder eher auf den zweiten Blick, mehr oder weniger. Aber sie ist einfach, die Tiere ist ein absoluter Herzenshund geworden mittlerweile. Und durch Zufall bin ich dann eben durch eine gute Freundin, die ist Hundetrainerin, die hat mir dann irgendwie gesagt, ja, sie hat jetzt gerade mit ihrem jungen Hund, die waren etwa gleich alt, die beiden, Agility ausprobiert und ob ich nicht mal mitkommen will. Und das habe ich gesagt, gut, okay, ich schaue mal, weil auf dem Platz war dann irgendwie auch noch so BH-Prüfung angesagt und wir waren da eh kurz davor, dass wir beide was machen. Und ich habe mir gedacht, gut, dann kann der Hund sich wenigstens mal einen Platz anschauen und ich schaue mir einfach das Agility-Training an und dann schauen wir mal, was das wird. Ne? Und dann bin ich irgendwie da hängen geblieben, weil es mir einfach so gefallen hat, dass ich dann, und es war leider ganz kurz vor der Winterpause, das war damals, glaube ich, Oktober oder so. Und dann bin ich eh noch 2 Trainings oder was gegangen und dann haben wir halt im Frühjahr, dann im Endeffekt 2018 im Frühjahr, dann wirklich durchgestartet und seither bin ich da echt im Aggi hängen geblieben und mache regelmäßig, wenn es geht, 1 bis 2 Mal die Woche meine Trainings. Was für eine schöne Lebensgeschichte oder wie das Leben manchmal spielt. Zuerst Ja, gehst du absolut. mit deinen Eltern nur mal gucken und dann sagt deine Mutter, geh doch nur mal gucken. Eigentlich Genau, total nett. Und dann noch mit dem Nachbardorf. Wahnsinn. ja. Ja, wird man es planen, wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie das Leben das Ja. dann auftischt. Was fasziniert dich denn so am Agility, dass du Mantrailing und der Unterordnung und so mehr oder weniger ja den Rücken dann etwas zugewandt hast? Es ist einfach auch für mich
mein Ausgleich einfach und ich brauche einfach diese körperliche Betätigung, sage ich mal. Es ist jetzt gut, jeder andere geht vielleicht nach der Arbeit mal eine Runde laufen oder so und das bin ich einfach nicht. Ich kann mich super schwer dazu motivieren, nach der Arbeit noch irgendwas zu tun, weil ich einfach einen 11-Stunden-Tag habe. Und da ist einfach, wenn ich dann Zeit habe in meinen freien Tagen, ist einfach das Agi, es ist einfach für mich meine körperliche und geistige Auslastung und ich kann gleichzeitig meine Hunde damit beschäftigen. Und Freizeit ist leider etwas wenig in meinem Berufsalltag. Von dem her war es mir auch einfach wichtig, mich selbst und einfach für mich selbst und für meine Hunde was zu haben, wo wir einfach alle miteinander Spaß haben und auch körperlich ausgelastet sind nachher. Okay. Ich stelle dir mal so eher eine ganz offene Frage. Kannst du denn von deinem Beruf, also was in das Hobby Agility mitnehmen oder andersherum? Ja, definitiv. Also grundsätzlich, das, was ich vor allen Dingen jetzt auch im Zusammenhang mit dem Aufbau von meinem Junghund schon sehr mitgenommen habe, ist einfach die Gabe zu beobachten. Ja, der Tierarzt muss generell gut hinschauen können, wenn du jetzt mal eine Lahmheitsuntersuchung oder was auch immer hast. Ja. Einfach diese Beobachtungsgabe ist was uns im Beruf einfach extrem viel weiterbringt. Und das ist auch was, wo ich im Agi einfach jetzt gerade mit der Jungen im Aufbau oder auch wenn ich jetzt letztens eben am Turnier war und mir auch die anderen Hunde so ein bisschen anschaue, teilweise am Sprung, am Steg, vom Bewegungsablauf her, diese ganze Bewegungsanalyse ist einfach was ich sowohl in meinem Beruf einfach wiederfinde, als auch eben dann fürs Agi super mitnehmen kann, wenn ich mir meine eigenen Hunde einfach auch anschaue, wie die Geräte abarbeiten und einfach auch, wie das Sprungverhalten ist, wie das Laufverhalten am Steg ist und so weiter, wo ich einfach auch schon sehr viel draus mitnehmen kann, was die Bewegungsanalyse und dann eben auch teilweise auch vielleicht eben Bewegungsanomalien betrifft, wo du dir dann mal denkst, oh Scheiße, der springt aber nicht sauber oder da passt was vom Gangbild her nicht, der läuft den Steg scheiße oder der hat immer wieder Probleme im Strecken und da zwickt es vielleicht irgendwo, wo du dann mal anschauen solltest oder so. Und ich hatte definitiv auch im Training schon, dass ich einen Trainingspartner hatte, wo der Hund im Aufwärmen schon, wo ich mir so gedacht habe, irgendwie, der geht nicht sauber, so im Augenwinkel, immer so im Hinschauen. Und dann geht sie an den Start mit ihrem Hund und der Hund springt in die erste Starthürde, nimmt die Stange komplett mit und ist stocklahm in der Hinterhand. Und da war schon so, wo ich gesagt habe, okay, scheiße, ich habe vorher schon gesehen, ich hätte nicht doch was gesagt im Endeffekt. Grundsätzlich war es dann so, ich hatte das Training sofort abgebrochen, hat gesagt, okay, scheiße, irgendwas passt nicht, zum Museum schauen gehen. Und der Trainer damals hat dann gesagt, kannst du nicht vielleicht mal draufschauen, wenn du schon da bist. Das passiert halt ziemlich häufig. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das ist kein Einzelfall. Das passiert schon immer wieder. Ist ja auch kein Problem. Natürlich, klar, wenn der gerade stocklahm da vor mir läuft, warum soll ich nicht gleich draufschauen? Und es war dann im Endeffekt wirklich so, dass ich durch Zufall Nachtdienst hatte an einem Tag und ich habe wirklich meine Trainingspartnerin, die mit dem Hund hier war, dann einen Termin organisiert, so dass ich den Hund dann im Endeffekt vorher zwar eben in der Halle schon untersucht hatte und wusste, okay, da zwickt irgendwo im Kreuzdarmbeingelenk. Und den hatte ich dann eben nachher auch in der Wadi und wir haben den dann ins CT geschoben, weil man am Röntgen wirklich auch schon Veränderungen da gesehen hat und wir haben dann echt auch eine ziemlich heftige Diagnose gehabt bei dem Hund. Und im Endeffekt war es aber so, dass sie bis dato, der Hund war damals, glaube ich, 6 oder 7, irgend sowas, eigentlich nie was gemerkt hat, dass der Hund da hinten ein Problem hat im Kreuzdarm. Wahnsinn. Ja.
Und das kam eigentlich echt durch Zufall auf. Und ich glaube, dass sie ihn jetzt auch wirklich schon endgültig aus dem Sport rausgenommen hat, wenn ich mich nicht irre. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr gehört von ihr, aber möchte ihm die Trainingspartner ja häufig wechseln. Aber ich glaube, dass der jetzt auch wirklich pensioniert wurde dann, weil es war eben wirklich ein absoluter Zufallsbefund, aber dann halt doch schon ziemlich gravierend. Super interessant, ja, und kann ich absolut auch von meiner Erfahrung her zustimmen. Doch, nimm uns doch jetzt mal mit zu so einem Arbeitstag von dir. Wie sieht das bei dir aus? Ja, also wie gesagt, ich habe meistens einen 11-Stunden-Tag. Eine Stunde davon ist Mittagspause. Ob die jetzt dann wirklich eine Stunde ist oder nicht, ist dann wieder die andere Frage. Aber grundsätzlich arbeite ich meistens eben. Ich habe in der Regel eine 4-Tage-Woche, wo ich noch 40 Stunden gearbeitet habe. Ich habe jetzt seit diesem Jahr März 30 Stunden mal reduziert, weil ich nebenbei einfach noch eine Ausbildung mache eben bezüglich meiner Zahnmedizin und das einfach sonst im Beruflichen einfach etwas viel war. Aber grundsätzlich, wir haben, nachdem wir gesagt, wir eine riesige Tierklinik sind, haben wir auch sehr viele stationäre Patienten. Heißt, wir sind im Endeffekt eigentlich aufgebaut wie ein Krankenhaus, ein Humankrankenhaus. Wir haben in der Früh Morgenvisite um 8 Uhr, wo mal die ganzen stationären Patienten besprochen werden. Und ab 9 ist im Endeffekt dann offizielle Sprechstunde und dann werden halt Termine abgearbeitet. Wir haben im Endeffekt eine reine Terminpraxis, sind halt natürlich auch für Notfälle da, die halt dann meistens natürlich nicht geplanterweise mit Termin kommen. Aber im Endeffekt bin ich jetzt eigentlich das letzte Jahr deutlich intensiver, eigentlich nur noch in der Zahnmedizin unterwegs und selten mal in der Physio, auch mal immer wieder, Gott sei Dank, einfach so ein bisschen als Abwechslung. Aber hauptsächlich findet man mich eigentlich im Zahn-OP. Grundsätzlich ist das dann von 9 Uhr morgens bis 7 Uhr abends meine Beschäftigung. Und ich hatte es auch definitiv schon, weil wir gerade bei der Zahnmedizin sind, auch das kann man sogar mit Agility verknüpfen. Ich hatte echt mal einen Hund, der den Slalom nicht mehr laufen wollte und plötzlich auch mal im Slalom aufgequietscht hat und keiner wusste warum und alle haben den Hund angeschaut, das Gangbild angeschaut, es war so nichts zu finden, nichts zu sehen und dann irgendwann mal bin ich durch Zufall dann dazugekommen, dass der Besitzer des Hundes dann gesagt hat, hey, Moment mal, die hat eine Schwellung im Gesicht. Die hatte sich im Endeffekt den großen Reißzahn abgebrochen. Der hatte eine Mega-Infektion drinnen. Das war natürlich ein super Druckschmerz und die ist im Slalom nicht mehr gelaufen, weil sie immer, wenn sie auf die Seite gekommen ist, wo sie die Stangen quasi wegschieben musste und sie ist da angekommen, hat ihr einfach der Zahn so weh getan, dass sie deswegen vermieden hat, den Slalom zu laufen. Jetzt haben wir den Zahn rausgemacht und zack, der Hund ist im Slalom wieder super. Und es funktioniert wieder alles. Also selbst Zahnmedizin kann man durchaus auch mit dem Agi verbinden. Also es ist ja breit gefächert. Ja, hört sich ganz danach an. Aber vielleicht ist auch das Interessante, jetzt für alle, was sie mitnehmen können, dass man vielleicht nicht nur so engstirnig denkt, weil klar denkt man vielleicht erstmal, okay, bockt der Hund vielleicht erstmal, will er das jetzt nicht machen aus irgendeinem Grund, sei es altersbedingt, dann denkt man vielleicht weiter, wie du auch gesagt hast, läuft er komisch, zwickt was im Rücken oder so, aber dass man einfach vielleicht viel großflächiger denkt, was ja, kann denn alles damit beeinflussen? Über den Tellerrand. Genau. Und es ist einfach dieses Schubladendenken existiert in der Tiermedizin halt einfach nicht. Und das ist halt, denke ich, auch was viele selbst erfahrene Tiermediziner oft einfach noch viel zu wenig auch haben, dieses fächerübergreifende Denken, wo du dann mal sagst, ja, okay, gut, wenn es daran nicht liegt, irgendeine Ursache muss es haben und eben auch so eine Kleinigkeit unter Anführungszeichen wie ein abgebrochener Zahn, da ist nie was aufgefallen, dass der Hund schlecht frisst oder mal, keine Ahnung, Kauartikel vermeidet oder sonstiges, sondern es war einfach nur dieser doofe Slalom, wo wir im Endeffekt draufgekommen sind, dass der Hund ein Zahnproblem hat. Ja.
Gibt es vielleicht noch irgendein Beispiel, was dir jetzt spontan einfällt, wo der Hund auch eventuell im Training was gezeigt hat oder so, wo ihr dann auf eine Diagnose gestiegen seid, wo das erklärt hat, irgendein Verhalten? Im Endeffekt so spontan, so direkt aus dem Training fällt mir jetzt nichts ein, aber ich kenne definitiv einen Hund, die kam damals mit, es war ein Border Collie, die kam mit, ich glaube, da war sie 9 oder knapp 10 Jahre alt, mit Problemen in der Hinterhand, immer wiederkehrende Lahmheit und so weiter. Die ist ihr Leben lang Agi gelaufen, war damals dann halt schon trotzdem pensioniert. Bei der sind wir durch Zufall dann drauf gekommen, dass die eigentlich eine super, super, super schlechte Hüfte hatte auf beide Seiten, also wirklich mit massiven Hüftgelenksarthrosen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die dann eben so 19 Jahre alt war und eben aus dem Sport draußen und das Ausmaß, sage ich mal, dann auch schon wieder etwas geringer geworden ist, da erst dann ist überhaupt bei dem Hund mal aufgefallen, dass der da hinten eigentlich ein Problem hat. Ja, und die Röntgenbilder sind echt super, super gravierend. Die hat auch dann wirklich auf beiden Seiten eine Kunsthüfte bekommen, der Hund. Boah, okay. Und ist dann auch noch wirklich 2 Jahre super damit gelaufen. Ja, und es war dann auch mit der Lahmheit hinten. Und die hatte auch zusätzlich noch ein muskuläres Problem im großen Wadenmuskel, das aber wahrscheinlich einfach durch diese Entlastungshaltung dann einfach auch mit zustande gekommen ist. Ja. Und das ist aber super ausgeheilt und wie gesagt, die hat eine beidseitige Kunsthüfte bekommen und ist dann noch fast 12 Jahre alt geworden mit der Kunsthüfte und der ging super. Ja. Und die ist im Endeffekt dann, ich habe den Hund dann auch leider selber einschläfern müssen, unter Anführungszeichen, weil die war schon so ein bisschen ein Herzenspatient dann auch. Ja. Aber der ging es eigentlich bis zum Schluss dann super gut und ja, im Endeffekt hat sie dann doch da an der Zeit leider auch dahin gerafft, aber grundsätzlich war eben, wie gesagt, die ist 7, 8 Jahre im Agi-Sport gegangen und es ist nie was aufgefallen. Aber das bedeutet ja eher so zusammenfassend, dass die Muskulatur das halt so gut kompensiert Super hat, oder? kompensiert, Genau. Und als ja. die Muskulatur weniger geworden ist. Regenbrühe, dann ist es einfach aufgefallen, dass da irgendwas einfach nicht passt und dass die Also immer kannst du wieder. selbst aus tierärztlicher Sicht sagen, dass Muskulatur sehr wichtig ist, eine gut vorhandene, Absolut, voll und ausgeprägte? ganz kann ich es nur so unterschreiben. Definitiv. Jetzt hast du auch eine Sache erwähnt mit dem Wadenmuskel. Tatsächlich habe ich das jetzt des Öfteren im Agi gehört, wo ich es jetzt von anderen Sportarten noch nicht so gekannt habe. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, dass man vielleicht auch, wer weiß, vielleicht sitzt der ein oder andere daheim, wo ein Hund was zeigt und man ist noch nicht darauf gekommen, weil man darauf noch nicht geschaut hat. Geschaut hat, ja. Grundsätzlich, das ist eigentlich, und das war eigentlich ganz lustig. Ich habe das damals mit einer Kollegin gemeinsam, wie das eben so ein bisschen aufgekommen ist. Da hat zufällig gerade eine Radiologin aus Deutschland auch bei uns in der Klinik mitgearbeitet. Wir kannten das so in dem Sinne, haben wir dann einfach mit dem CT versucht zu untersuchen, eben ob diese Veränderung an dem Wadenmuskel, ob da was sichtbar ist, ja, in der Kontrastanreihe und man hat es dann tatsächlich auch gesehen und sie hat damals auch meine Kollegin, die das einfach ein bisschen intensiver auch dann quasi unter Anführungszeichen erforscht hat, ja, hat dann eben gemeinsam mit dieser Radiologin ganz viele CT-Studien eben auch gemacht im Hinblick auf diese sogenannte Gastrocnemius-Tendinopathie und hat dann eben auch wirklich festgestellt, dass man das im CT auch super sehen kann mit einer Kontrastanreicherung und das Fiese dran ist, die Hunde zeigen eigentlich eine Hinterhandlahmheit, die ähnlich ist einer Lahmheit wie nach einem Kreuzbandriss zum Beispiel. Und sehr viele sind dann oft der Meinung, ja gut, ist vielleicht ein Einriss, weil am Röntgen ist so gar nichts zu sehen. Und wenn die doch einen Kreuzbandriss haben, wenn die vollständig gerissen sind oder auch nur eingerissen, siehst du trotzdem nochmal eine Kniegelenksfüllung, wo du schon mal ungefähr sagen kannst, okay, könnte Kreuzband sein. Das siehst du aber bei dieser Muskeltendinopathie nicht.
Und wir hatten da eben schon ganz viele, die mit einer Knielahmheit gekommen sind. Und die Hunde zeigen im Endeffekt auch wirklich einen super einen Streckschmerz im Knie und sind super druckempfindlich, wenn du eben genau auf diese Stelle gehst. Und du musst halt wissen, wo du hindrückst. Und wenn du da aber wirklich mit dem Daumen quasi in die Kniekehle, wo dieser Muskel einfach entspringt, da reingehst, die schreien, die gehen fast an die Decke. Und ich weiß auch, der Cocker Spaniel von meinem Trainer, der hatte das ja auch schon relativ bald mit, ich glaube, der war damals 2 oder so. Und ich habe den damals auch klinisch untersucht. Er war zwar jetzt so nicht mein Patient, aber ich habe dann im Endeffekt, nachdem ich den Hund so auch kannte, bin ich dann so ein bisschen dazugekommen. Und der war auch, wenn du da einfach hingedrückt hast, das ist super schmerzhaft und genau dieser eine klassische Punkt. Und leider ist es halt noch sehr, sehr häufig so, dass es nicht diagnostiziert wird, weil es viele auch einfach nicht wissen. Und dann im Endeffekt, es werden Röntgen eingefertigt, die sehen unauffällig aus, du hast keine Arthroseanzeichen, gar nichts. Du sagst, okay, gut, wird irgendwas Muskuläres wird es schon sein, pumpst den Hund mal voll mit Schmerzmittel, dann geht er wieder gerade, setzt die Schmerzmittel ab und du hast nach 2 Wochen genau den gleichen Mist wieder und der macht einmal eine doofe Bewegung oder so oder es eben geht, macht einen unaufgewärmten Sprintstart oder so und kommt nachher auf 3 Beinen retour. Und das schon einfach auch dieses Muskelproblem ist halt einfach auch super undankbar dann nachher in der Ausheilung, weil du den Hund halt echt man wirklich mal 6 bis 12 Monate echt mal komplett aus dem Training rausnehmen muss und wirklich super mit Physiotherapie viel arbeiten muss, dass das wirklich wieder ausheilt und danach auch einfach keine Spätfolgen macht. Wir haben definitiv welche, die sind komplett ausgeheilt und haben halt derzeit, muss man sagen, also ich kenne jetzt eine, die hat jetzt, ist derzeit, ich glaube 3, 4 Monaten wieder im Training und ist vor, denk mal, es ist jetzt her 1,5 Jahre oder so diagnostiziert worden, war dann eben fast ein Jahr aus dem Sport raus und geht jetzt seit 3, 4 Monaten wieder und läuft aber derzeit wirklich super, ohne irgendwelche Probleme. Und ich hoffe auch, dass so bleibt. Aber im Endeffekt ist das halt auch häufig, diese Muskelgeschichte halt, ich habe es vorher eh schon gesagt, unaufgewärmter Stopp, Sprint, Start, sehr viel auch eine Aufwärmgeschichte. Und ich finde, dass gerade das Aufwärmen und auch das Cooldown im Agi echt oft super, super häufig vernachlässigt wird. Und ich sehe immer gerade am Turnier, und ja, ein Turnier ist super stressig und du hast deine Startliste und du musst deine Box und 100 Hunde und dein Hund, der soll vorher noch pieseln gehen und dann irgendwie ist die Zeit dann zu kurz bis zum Start, dann der Hund kalkt aus der Box raus zum Start hin, vielleicht gar noch schnell über die Aufwärmhürde 2, 3 Sprünge rüber und dann darf er schon starten und ist im vollen Sprint eigentlich auf der kalten Muskulatur im Parcours drin. Und danach im Endeffekt dann gleich wieder gut die Belohnung für 2 Minuten und ab in die Box und Herrli oder Frauli geht sich was trinken holen und schaut den anderen Hunden beim Laufen zu. Und das sehe ich leider immer noch super, super häufig am Turnier, dass Hunde halt so gearbeitet werden. Und ich gebe es zu, dass es mir anfangs wirklich auch selbst passiert ist, dass ich einfach übersehen habe, wie schnell man eigentlich dann doch an den Start muss. Und ich mir dann gedacht habe, wow, scheiße, ich habe noch kein ordentliches Warm-up und der Hund ist eigentlich noch kalt und eigentlich brauche ich noch. Und im Endeffekt ist es aber mir dadurch auch wirklich bewusst geworden, dass ich jetzt echt explizit darauf achte, dass ich schaue, okay, ich habe da und da so ungefähr meine Startzeit, nehme mir davor nochmal wirklich quasi 10 Minuten, vielleicht könnte ich früher drankommen und lege mir dann nochmal 20 Minuten, also wirklich, ich fange eine halbe Stunde vorher, wo ich weiß, okay, zu der Zeit soll ich ungefähr starten, fange ich mindestens mal eine halbe Stunde vorher an, dass ich meine Hunde aufwärme. Oder beziehungsweise die eine, die andere läuft ja noch nicht Turnier, aber grundsätzlich auch im Training ist es trotzdem so, dass ich, sag mal, sicher mindestens mal 15, 20 Minuten jedenfalls ein Warm-up mache. Und vorher gehe ich sowieso noch eine Runde spazieren, dass der Hund mal zumindest mal sich lösen kann. Und da gehe ich ohnehin mal sicher
15, 20 Minuten meine Spazierrunde und dann mache ich halt noch meine Aufwärmübungen. Und das finde ich eigentlich super wichtig, dass die Muskulatur einfach auch warm ist, weil nur so kann ich dann halt auch solche Dinge wie eben diesen Wadenmuskelschaden halt wirklich verhindern. Und das ist halt einfach gerade Muskel- oder Sehnenschaden sind, man weiß es eh auch von gerade die aus, vielleicht auch aus dem Pferdesport mit reinkommen. Ich kenne auch wirklich welche, die aus dem Pferdesport dann auch mit den Hunden im Agi gelandet sind. Im Pferdesport weißt du das seit Jahren, dass du dein Pferd vorher aufwärmst und am Sprungplatz vorbereitest oder auch am Dressurplatz vorbereitest, bevor du dann in die Prüfung gehst, und die laufen alle brav ihre Runden. Und bei den Hunden hat sich das leider bis dato, es wird zwar immer besser, muss man auch sagen, aber oft auch noch nicht wirklich durchgesetzt, weil der Hund macht halt sein Programm, ne? Der ist so im Trieb einfach auch drin und der möchte ja gefallen und er möchte das tun, was von ihm verlangt wird, und er kennt ja seine Aufgabe. Und da sind die oft einfach, ja, sage ich mal, zu triebgesteuert, dass sie sich dann auch wirklich zurücknehmen würden, weil sie sagen, okay, vielleicht ich bin noch kalt und ich muss jetzt mal erst warm werden, dass diese vernünftige Denkweise, wie jetzt jeder Profisportler, das hat der Hund halt nicht. Der sagt halt, okay, ich sehe einen Parcours, boah, ich weiß, was zu tun ist, und Vollgas und rein und laufen und geh mal. Ja. Und das ist halt, da muss ich halt schon als denkendes Individuum, als Zweibeiner, sag ich mal, für meinen Hund so weit sein, dass ich sage, so Freund, jetzt wärm dich mal ordentlich auf, jetzt schauen wir mal, dass du Betriebstemperatur kommst, und dann darfst du. Super interessant und sehr nett ausgedrückt, ja. Denkst du, dass die Hunde durch den Sport mehr Probleme bekommen als ein Hund, der jetzt nur Gassi geht? Kommt drauf an. Ja, ist definitiv wieder so eine Sache, wenn du Sport mit Hirn machst, sage ich mal, jetzt als anderes Ende der Leine, dann kannst du auch deinen Sporthund super gesund bis ins hohe Alter bringen, ohne dass der irgendwelche Probleme hat. Wenn du halt die Variante spielst, der Hund ist mein Sportgerät und der hat zu tun, was ich ihm sage, und ich lasse den kalt einfach mal reinlaufen, und sei das jetzt, fängt ja in der Unterordnung genauso an, ne? Oder auch im Schutzsport oder im, was weiß ich, Flyball oder so irgendwas, ne? Super, super ungesunde Sportart, sage ich jetzt mal, weil die halt wirklich die volle Belastung immer haben auf den Vorderbeinen. Und selbst diese Hunde kann ich aber so aufwärmen, dass die trotzdem halbwegs gesund ins hohe Alter kommen. Natürlich, der Couch-Potato unter den Hunden ist nicht automatisch gesünder, weil wir sehen es auch leider immer wieder sehr, sehr häufig, dass wie so nett immer gesagt wird, die Liebe durch den Magen geht, und dementsprechend sehen wir halt auch sehr, 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 sehr super viele übergewichtige Hunde, wo du dir wirklich denkst oft, und ich muss mir da oft wirklich auf die Zunge beißen, nicht unfair rüde gleich das anzusprechen, auch gegenüber den Patientenbesitzern. Weil du tust dem Hund nichts Gutes damit, indem du ihm Fett fütterst. Es ist so. Und wir haben, sage ich mal, mindestens genauso viele Hunde in der Arbeit, wo ich sehe, die orthopädische Probleme haben aufgrund ihres Übergewichts, wie sage ich mal, orthopädische Probleme beim Sporthund aufgrund von Überbelastung. Ja? Okay, Wahnsinn. Also von dem her, und es ist jetzt leider, muss ich wirklich sagen, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, finde ich, sind diese übergewichtigen Hunde echt noch mal mehr geworden. Also ich habe jetzt auch wirklich welche, wo ich sage, okay, weil die Leute kommen dann teilweise mit so, sage ich mal, teilweise echt aber witzigen Geschichten, dass sie sagen, ja, der Hund tut sich so schwer beim Aufstehen, der muss ein orthopädisches Problem haben, und dann kommt der rein bei der Tür und ist mehr breit wie hoch, ja, da hätte ich auch Probleme beim Aufstehen, wenn ich 140 Kilo wiegen würde, ja, bei einer 1,65er Körpergröße. Also von dem her, und es ist dann teilweise wirklich oft so, dass du schaust dir die Hunde wirklich
auf Biegen und Brechen an und du findest nichts. Und im Endeffekt hat er einfach nur sein Problem, weil er halt so massiv übergewichtig ist und einfach sein Gewicht nicht tragen kann. Und das ist halt schon auch oft was, wo mir die Hunde einfach so leid tun, weil sie können im Endeffekt ja nichts dafür, weil der Hund ist halt das, was ihm vorgesetzt wird. Ja? Und oft ja auch sehr gern. Und oft schaut er dann noch so lieb, wenn Herli oder Frauli zum Kühlschrank geht oder gerade selbst was isst und sitzt daneben mit Dackelblick und ja, er hat doch so lieb geschaut. Und dann fällt halt mal dort ein Schnitzel ab oder da die Wurst aus dem Kühlschrank oder sonst was, ja. Nur man tut halt leider auch dem Hund nichts Gutes und die Liebe geht halt leider nicht nur durch den Magen, muss man halt leider auch dazu sagen. Ganz klar, ja. Kann man allgemein sagen, welche Verletzungen durch Agi häufiger vorkommen als bei anderen Sportarten? So explizit, gerade diese Gastrocnemius-Tendinopathie, also diese Wadenmuskelgeschichte, wo wir vorher schon kurz geredet haben, das ist eigentlich echt was ich sehr häufig bei Agi-Hunden sehe und selten irgendwie bei Hunden aus einer anderen Sportart. Warum das so ist, gute Frage. Ja? Aber im Endeffekt ist gerade diese Verletzung trotzdem etwas, was ich häufiger bei Agi-Hunden sehe. Ansonsten Kreuzband findest du in jeder Sportart eigentlich immer wieder. Ja? So explizit wüsste ich sonst jetzt mal nichts, was jetzt explizit für einen Agi-Sport eine Verletzung ist, wo ich sage, das ist deutlich häufiger im Agi. Wie wichtig findest du das, wenn ein Hund eine Problematik zeigt, das genau diagnostizieren zu lassen? Also nicht nur den Hund vielleicht anschauen zu lassen, sondern es gibt ja so die eine Hälfte, die sagt, oh, warum muss jeder Hund ins CT gelegt werden? Und die anderen, die sagen, naja, sollte man schon. Sofort. Ja. Genau. Also grundsätzlich bin ich ein absoluter Freund von Diagnostik, muss ich definitiv sagen. Ich meine, es spricht mal gar nichts dagegen, wenn ich sage, okay, ich weiß, der Hund hat gestern, keine Ahnung, ist in vollem Tempo kalt aus dem Kofferraum irgendeiner Katze nach und kam lahmend zurück. Wenn ich das so im Vorbericht habe und die Besitzer sagen dann auch, okay, sie wollen jetzt nicht gleich Röntgen, Pipapo, alles gleich da anschauen und investieren, wo ich mal sage, gut, okay, es ist durchaus gerechtfertigt, weil ich weiß ja im Endeffekt, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Es war ein Kaltstart aus dem Auto, der ist voll, der Katze nach kam lahmend zurück. Ja. Wenn das jetzt nicht eine, keine Ahnung, gerade 4 aus 5 oder 5 aus 5 Lahmheit ist, wo der Hund wirklich den Fuß kaum mehr belasten möchte. Und ich finde in der klinischen Untersuchung einen schönen Schmerzpunkt, wo der Hund sagt, okay, ja, da tut's weh, aber es ist jetzt nicht so, dass er mich dabei gleich essen will, dann ist es durchaus mal gerechtfertigt, dass ich sage, gut, der kriegt jetzt mal 2-3 Tage Schmerzmittel und wir schauen, passt danach, die Leute sollen ihn auch gut schonen, der darf eben keine Kaltstarts mehr, er soll nur an der Leine gehen, soll jetzt mal nicht mit anderen Hunden spielen, soll sich mal selbst ein bisschen zurücknehmen, sie sollen ihn mal mehr mit, keine Ahnung, Sucharbeit und Kopfarbeit auslasten, weniger über die Bewegung und dann schauen wir mal, ob es dann gut ist, wenn es gut ist und es kommt nicht wieder und dann gut, okay, hat das sich wahrscheinlich. Meistens ist es was Muskuläres, ja, so wie man es halt von sich selbst auch kennt. Wenn du mal mit dem Sport übertreibst und am nächsten Tag dich nicht mehr bewegen kannst, weil du Muskelkater hast oder was auch immer. Ja. Nur es ist halt sehr häufig, wo du hast Hunde, die seit, keine Ahnung, Monaten, teilweise sogar Jahren, immer wieder mal eine Lahmheit zeigen, dann immer wieder Schmerzmittel bekommen, dann ist wieder gut für 2, 3, 4, 5 Wochen, dann fängt er wieder an. Und ich habe da teilweise wirklich Hunde, die kommen, die haben das seit, keine Ahnung, einem Jahr, seit 1,5 Jahren und es ist diagnostisch bisher noch gar nichts gemacht worden, außer dass der Hund immer wieder vollgepumpt worden ist mit Schmerzmitteln. Das finde ich dann schon so, wo ich sage, gut, wenn ich jetzt eine wiederkehrende Lahmheit habe, die nicht spätestens nach einer einmaligen Schmerzmittelgabe von mir aus auch mal über 2, 3 Tage
dann aber endgültig weg ist und aber immer wieder kommt, dann sage ich definitiv unbedingt Diagnostik. Und wenn ich am Röntgen nichts finde, aber in der klinischen Untersuchung schon ein Gelenk habe, wo ich sage, gut, okay, da reagiert der Hund eindeutig und da haben wir ein Problem, und dann ist es definitiv auch so, wo ich den Leuten immer empfehle, gerade Ellbogen zum Beispiel, ist so ein klassisches Gelenk. Ich habe hier einfach drei Knochen, die aufeinandertreffen, und der Röntgen ist eben mal ein zweidimensionales Bild. Da kann ich zwar schön beide Ebenen röntgen, aber ich kann nie hundertprozentig sagen, habe ich nicht doch einen winzigen Knochensplitter bei einem von den drei Knochen, der da einfach ein Problem macht. Und da sage ich immer wieder, gut, wenn das nicht noch einmal gut ist, dann, und am Röntgen jetzt nichts ganz Explizites da drauf ist, wo ich sage, gut, okay, wir haben die Ursache eh am Röntgenbild schon, unbedingt CT. Auf jeden Fall unbedingt weitere Diagnostik, weil es gibt immer wieder Hunde, wo du die teilweise wirklich mit 6, 7 Monaten, teilweise echt im Junghundalter schon mit Lahmheiten anfangen und wo jahrelang einfach nichts gemacht wird. Dann ist der Hund 3 oder 4 Jahre alt und hat eine super Ellbogengelenksarthrose, so schlimm, dass du sagst, okay, scheiße, dem kannst du eigentlich nicht mehr wirklich helfen. Ja, du kannst die Arthrose nicht mehr wegmachen. Gut, du kannst vielleicht noch ein bisschen Schadensbegrenzung machen, indem du eventuell, wenn da jetzt ein loses Knochenfragment ist, das noch operativ rausholst und danach halt mit Physiotherapie und Schmerzmitteln halt arbeitest. Nur das wird ein Hund sein, das Gelenk ist auf gut Deutsch im Arsch. Ja? Also das kannst du vergessen. Und Arthrose, wie gesagt, wenn du sie mal hast, du bringst sie halt auch nicht mehr weg. Du kannst dann halt nur unterstützend arbeiten. Und ich finde es immer super schade, wenn einfach so ewig lange zugeschaut wird und teilweise die Hunde dann auch wirklich auch im Sport gehen mit Schmerzmitteln, wo du dich wirklich fragst, warum zum Teufel muss das sein? Ja, wieso verlange ich das von dem Hund? Ich meine, jeder vernünftige Mensch sagt, hey, scheiße, wenn mir was wehtut, ich lasse das mal anschauen, ich gehe mal zum Arzt und wenn es eben mit Eigenmedikation, sage ich mal, nicht gut wird und wenn ich gerade einfach sportlich unterwegs bin und einfach meinen Sport mag und weitermachen will, dann lasse ich das auch. Jeder Profisportler lässt sich anschauen, wenn was zwickt. Ja? Und warum muss es bei den Hunden dann so sein, dass ich sage, gut, okay, wenn er Schmerzmittel hat, läuft er eh gerade, dann kann er für mich auch auf Schmerzmittel laufen, mal abgesehen davon, dass es dann eigentlich schon eine halblegale Geschichte ist, muss man auch sagen, von wegen Doping und so weiter. Aber ich würde einen Hund niemals auf Schmerzmittel im Sport laufen lassen, nicht mal im Training. Ne? Wenn er Schmerzmittel braucht, weil ihm was so wehtut, dass er ohne Schmerzmittel nicht gerade geht, hat er im Sport meiner Meinung nach einfach auch nichts verloren. Dann braucht er einfach seine Reha, dann braucht er seine gleichförmige Bewegung, dass er einfach wieder seine Muskulatur aufbaut und stabilisiert und eben gegebenenfalls auch eine weitere Abklärung, wenn da eben was nicht knöchern nicht passt. Ja, jetzt habe ich gleich mehrere Fragen. Also vollkommen richtig, aber du hast auch mal kurz das erwähnt mit Doping. Welche Medikamente fallen denn unter Doping auf Turnieren? Im Endeffekt, ich muss gestehen, so hundertprozentig genau weiß ich es nicht, ja, aber definitiv Steroide fallen drunter. Ja. Was jetzt an Schmerzmittel und so weiter, und ich weiß auch gar nicht, nachdem ich, wie gesagt, auch international einfach nicht am Turnier unterwegs bin, weiß ich auch gar nicht, inwieweit das überprüft wird. Das ist halt das Nächste. Ja. Also ich weiß es so aus dem Pferdesport, dass es da wirklich auch bei diesen Lokalturnieren oft einfach auch gar nicht angeschaut wird, ob da jetzt, also diese Blutprobennahmen und so weiter, sind jetzt eigentlich was, wo ich auf so Lokalturnieren jetzt eben, wie gesagt, bei den Hunden weiß ich nicht, aber bei den Pferden auch so im Endeffekt oft auch gar nicht einfach gemacht wird. Ja. Ja. Also ich kenne es tatsächlich von ein paar Turnieren, aber meistens sind es doch dann größere, wo dann Qualifikationen für eine Weltmeisterschaft WM oder so sind, genau. Ja. Oder wo halt dann auch eine Deutsche ist und wo dann das WM-Team zusammengestellt wird. Also, dass da schon auch mal geprobt worden ist, war ich auch mal live dabei, aber da gebe ich dir auch vollkommen recht, so auf kleineren Sachen ist das oft so, ja, und dann pokert man vielleicht auch, und auch das habe ich schon live erlebt, dass Schmerzmittel prophylaktisch mal gegeben wurden.
ist. Oder ja, wenn halt auch die Hunde, wenn da Probleme bekannt sind. Aber vielleicht bleiben wir gerade kurz in dem Thema. Bandscheibenvorfall, Spondylosen, Arthrosen, Kreuzbandrisse, also Sachen. Sollen diese Hunde weiter sportlich Agi betreiben, jetzt rein aus tierärztlicher Sicht? Wenn ich, sage ich mal, einen Hund mit wirklichem diagnostizierten Wirbelsäulenproblem, wie jetzt ein Bandscheibenvorfall, eine Spondylose, ein Caudaequina-Syndrom dergleichen habe, würde ich die definitiv nicht mehr im aktiven Sport laufen lassen. Heißt nicht, ich stelle die komplett ab. Ja, weil gerade wenn ich einen Turnierhund habe oder eben gehabt habe, wo jetzt eben im durch so wie bei dem einen, den ich eben im Training wirklich live gesehen habe, am Startsprung, wo das durch Zufall einfach rauskam, dass der einfach im Kreuzdarmbeingelenk eigentlich doch ein relativ massives Problem hat, den würde ich jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen komplett abstellen, dass ich sage, okay, der darf nie wieder in seinem Leben irgendeinen Sport machen, um Gottes Willen, wenn er baut der Muskulatur ab, dann habe ich noch mehr Probleme da hinten. Nur ich muss mich halt dann umorientieren. Ne? Ich sage halt, dann muss ich mir halt was suchen, wenn ich sage, ich möchte einfach trotzdem irgendeine Beschäftigung für mich und meinen Hund haben und eben nicht nur den klassischen Couch-Potato-Hund, sage ich jetzt mal, oder den Familienhund, der zweimal am Tag seine halbe Stunde spazieren geht oder so, sondern ich möchte einfach trotzdem aktiv mit meinem Hund irgendwas haben, um zu arbeiten. Es gibt genug Hundesportarten, wo ich jetzt mal sage, keine Ahnung, ein Mantrailing, eine Fährtensuche oder was auch immer, wo ich einen Hund super geistig und auch teilweise echt körperlich super auslasten kann, ohne dass ich da jetzt eine Hochgeschwindigkeitssportart habe, die einfach dem Rücken, wenn der einen Bandscheibenvorfall, eine Spondylose hat, einfach super Gift ist, ja, und echt nicht gut tut. Weil ich habe einfach gerade im Hundesport einfach super viele andere Möglichkeiten, wie ich einen Hund auslasten kann. Und man kann ja selber auch mega kreativ werden und auch eben, sei es jetzt sogar, dass ich mir einfach Elemente aus der Reha, aus der Physio rausnehme, wo ich meine eigenen Hunde, vor allem die Kleine, arbeitet auch super gerne mit Balancekissen. Ich finde das mega toll und mega spannend. Und wenn ich die Dinger einfach nur aus dem Kasten hole und auf den Boden lege, ist der Hund schon fünfmal drauf und spielt schon ihre eigenen Übungen ab. Ja. Ich kann ja auch den Hund einfach anderweitig super beschäftigen, wo er die Muskulatur einfach schön aufbaut oder hält zumindest. Und gerade die Muskulatur ist einfach, sage ich mal, essentiell für die skelettären Strukturen, um einfach die Knochen zusammenzuhalten und eben den Hund dann auch in weiterer Folge im Endeffekt schmerzfrei zu halten. Kann man denn so global sagen, wann es Zeit ist, einen Hund auch aus dem Sport zu nehmen? Global, sage ich mal, nein, eigentlich nicht. Ja. Ich sag mal, alles ein bisschen mit Maß und Ziel. Ja. Wenn ich einen super gesunden Hund habe, der selbst mit seinen 8, 9, 10 Jahren super viel Spaß am Laufen hat, der muskulär gut aufgestellt ist, dann sage ich gut, ich würde wahrscheinlich jetzt nicht mehr großartig jedes Wochenende 2 Tage Turnier laufen mit dem. Ja, nur wenn ich sage, der hat seinen mega Spaß im Training, dann baue ich dem halt die Hürden runter, dass er nicht mehr so hochhüpfen muss, dass er einfach seine Gelenke entlastet und nicht mehr die volle Belastung drauf hat und lasse dem halt einfach, wenn er Spaß dran hat. Und gerade die Hunde, sehr viele haben einfach super, super viel Spaß dran und die blühen richtig auf. Und wenn ich gerade einen Sporthund habe, der das super gern macht und ich stelle den gerade von einem Tag auf den anderen, weil ich sage, gut, der ist jetzt seine 9 Jahre Turnier gelaufen und jetzt nehme ich den raus, gebe den in Pension und mache dann einfach gar nichts mehr mit dem. Ich kenne echt Hunde, die verzweifeln da echt dran und die wollen ja so gerne arbeiten und haben dann wirklich oft auch echt, sage ich mal, psychische Probleme teilweise, weil die einfach dann komplett unterfordert sind von, sie laufen im Endeffekt jedes Wochenende oder jedes zweite irgendwo Turnier auf, sie machen einfach gar nichts mehr. Und ich kenne auch
die gute Variante, sage ich mal, wo die Leute halt wirklich vielleicht dann auch einen jüngeren Hund haben, mit dem sie noch aktiv im Sport sind und den Pensionierten dann quasi trotzdem einfach mitnehmen zu den Turnieren und dann halt mal hinten nach, wenn die anderen schon alle fertig sind und vielleicht mal dann noch zwei, drei Sprünge laufen lassen, einfach nur, dass er für sich seine Bestätigung hat, er kann das, er darf das machen, er hat Spaß dran. Und ich sage jetzt mal, es gibt jetzt global nicht das Alter, wo ich sage, okay, der Hund ist jetzt 8 Jahre alt oder 9 Jahre alt und jetzt muss er aus dem Sport raus. Solange er gesundheitlich fit ist und gut beieinander ist, spricht ja nichts dagegen, dass er weiterhin im Sport läuft. Also alles mit Maß und Ziel und halt auch Ganz Verstand. genau so ist es. Ganz genau so ist Jetzt es. haben wir doch viel über ältere Hunde und mit Einschränkungen geredet. Lass uns mal noch das Thema jüngere Hunde anschneiden. Gibt es erstmal irgendwelche Untersuchungen, die prophylaktisch gut wären, dass man das macht, bevor man mit einem Hund in den Sport geht? Das ist definitiv was, wo ich in letzter Zeit einfach selber super viel drüber nachgedacht habe. Insofern eben auch jetzt mit meiner jungen Hündin. Und nachdem ich Mischlingshunde habe, die meisten Rassehunde sind ja ohnehin, haben die oft die Vorschrift auch vom Züchter für die Hüftröntgen oder teilweise auch Ellbogenröntgen, je nach Rasse dann, wo ich sage, gut, wenn ich einen Sporthund haben will, den ich jetzt, sage ich mal, nicht nur rein freizeitmäßig führe, sondern dann auch wirklich auch im gehobeneren Freizeitsport oder auch im Turniersport, finde ich schon, dass gerade Untersuchungen wie eben jetzt im Hinblick auf Agi, die Hüfte, die Ellbogengelenke, die Wirbelsäule definitiv was ist, wo ich sage, ist wahrscheinlich definitiv die Kosten der Untersuchung wert, das vorher schon mal anschauen zu lassen, ob ich einfach einen Hund habe, der gesunde Gelenke hat und der den Sport auch wirklich so ausüben kann. Ja? Was jetzt nicht heißt, wir haben ganz am Anfang von der älteren Hündin mit der beidseitigen Kunsthüfte gesprochen, die ist, wie gesagt, ihr Leben lang Agi gelaufen, die hatte keine Untersuchungen vorher und war aber klinisch im Sport nie relevant, dass jemand gesagt hätte, es fällt auf bei dem Hund, dass der, keine Ahnung, beim Springen Probleme hätte oder sonst irgendwas. Die war einfach komplett unauffällig und es wusste einfach keiner, dass die so super schlechte Hüften hat. Das ist wieder die Kehrseite der Medaille. Also es ist im Endeffekt, wenn ich sage, ich weiß schon, dass ich einen Sporthund haben will, und da einfach wirklich auch intensiv Turniersport gehen will, ist sicher jetzt, sage ich mal, im Hinblick auf Agi die Ellbogen und die Hüfte was, und die Wirbelsäule, wo ich jedenfalls anschauen würde vorher. Man muss auch dazu sagen, ein Röntgen ist auch nicht immer jetzt beim Junghund die hundertprozentig sichere Variante zu sagen, der wird niemals in seinem Leben irgendein Gelenksproblem entwickeln. Ja. Ja. Also, und gerade da sind wir wieder dabei. Es ist ja nicht nur das Gelenk an sich, wo ich sage, gut, wenn der super schöne Gelenke hat, hat der super Grundvoraussetzungen. Nur wenn ich eben jetzt sage, ich habe einen Hund, der zwar vielleicht nicht die super, super optimale Hüfte hat, ja, aber der ist von der Muskulatur her super aufgebaut, der zeigt jetzt keinerlei Anzeichen, dass er Probleme hätte mit der Hinterhand, dass er beim Sprungverhalten ein Thema hätte oder auch sich mal mit Aufstehen schwer tut oder nicht in den Kofferraum hüpfen will oder sonst was, wo ich sage, gut, der Hund ist auch selbst, wenn er nicht im Trieb ist, weil er jetzt weiß, er darf jetzt Agi laufen oder er geht jetzt aufs Turnier oder sonst was, sondern wirklich auch zu Hause entspannt in seinem entspannten Umfeld nie irgendwelche Probleme zeigt. Und meistens kommt es ja daran vor, wenn der Hund zu Hause wieder entspannt, die Muskulatur wieder locker lässt und dass du dann sagst, okay, der hat jetzt, keine Ahnung, 2, 3 Stunden geschlafen, weil er müde war und kommt dann kaum auf die Füße, weil er hinten einfach nicht hochkommt, weil er jetzt kalt ist und weil er dann wieder 5, 6, 7, 8 Minuten braucht, bis es sich wieder ordentlich einläuft und dann geht er erst wieder gerade. Wenn ich das jetzt so nicht habe bei meinem Hund und ich weiß zwar vielleicht röntgenologisch, dass die Hüften eventuell
jetzt beispielhaft eben die Hüfte nicht eine hundertprozentige A-Hüfte ist, ja, aber der Hund hat jetzt klinisch mal keine Probleme, damit spricht ja trotzdem nichts dagegen, wenn ich den mit einem guten Muskelaufbau, mit einem guten Warm-up vorm Turnier oder vorm Training mit einem guten Cooldown danach und mit einfach Verstand, sage ich mal, im Muskelaufbau und im Training dann trotzdem im Sport führen kann. Okay, ja. Aber da ist immer wieder ja zurückzuführen, dass wirklich der Körper halt sehr ausgeglichen sein sollte und sehr gut bepackt von der Muskulatur, dass halt oft das, was der Hund normal an Muskulatur mitbringt, leider nicht ausreicht. Nicht ausreicht. Und das ist einfach trotzdem auch der Punkt, dass gerade die Muskulatur einfach jetzt im Hinblick auf den Sporthund, wenn du jetzt einen 0815 Familienhund hast, ja, von dem jetzt nichts, sage ich mal, keine wahnsinnige sportliche Leistung verlangt wird, wird er wahrscheinlich eher mit seiner von Haus aus mitgebrachten Muskulatur alles gut mal stabilisieren können und kompensieren können, was er vielleicht so an skeletalen Problemen mitbringt, wie wenn ich jetzt einen Sporthund habe, der vielleicht nicht einen 100% schönen Skelettaufbau hat, da muss ich halt dann schon definitiv auch von der stabilisierenden Muskulatur her schon schauen, dass der da einfach auch mehr Benefit von der Muskulatur her bekommt. Ja, sehr, sehr schöner Input. Was kannst du denn Agility-Sportlern mit auf den Weg geben, jetzt rein aus tierärztlicher Sicht? Auf was sollen die vielleicht ein bisschen mehr achten? Ja, wie gesagt, also es war mir eh schon ein wichtiger Punkt. Also ich würde einen Hund niemals kalt laufen lassen. Also gerade das Warm-up und auch das Cooldown danach. Also einfach auch das lockere Auslaufen nachher, dass die einfach wieder runterkommen. Das ist einfach was, wo ich sage, ist echt super wichtig. Einfach, dass ich einen Hund habe, den ich möglichst lange gesund im Sport führen kann und der auch dann im höheren Alter, sage ich mal, selbst wenn er nicht mehr im Sport läuft, trotzdem eine gute Lebensqualität haben kann und nicht auf 17 Gelenken kaputt ist, ja, und sich nicht mehr bewegen kann, mehr oder weniger, wenn die Muskulatur weniger wird. Und das kommt im Alter halt automatisch, dass irgendwann mal die Muskulatur einfach etwas weniger wird. Nur kann ich halt da auch super schön einfach gegenarbeiten, indem ich eben sage, okay, ich mache da auch gezielt was für, dass der Hund einfach auch, wenn er älter wird und eben, dass ich ihn da einfach auch physiotherapeutisch, sage ich jetzt mal, einfach unterstütze im Altersprozess, sage ich mal. Ne? Dass der einfach da auch gesund möglichst lange leben kann. Ich glaube, ich möchte noch mal auf eine Sache eingehen und ich denke, das Warm-up ist für jeden so, okay, klar, die Muskulatur, du hast vorher schön gesagt, auf Betriebstemperatur muss erstmal der Hund gebracht werden, die Muskulatur muss durchblutet werden, die Gelenke bewegt. Ich denke, das leuchtet vielen ein, aber was man ja doch oft sieht, dass so Turnier oder auch ein Training ist zu Ende und der Hund soll auf seinem Platz liegen oder in seine Box und auch du hast ja gesagt, du findest das Ausgehen sehr wichtig. Kannst du das vielleicht noch mal erklären, warum das so wichtig ist? Ja. Im Endeffekt ist es ja eigentlich, man kann es eigentlich super schön sehen, jetzt gerade bei Profisportlern, das heißt jetzt auch, ich habe jetzt letztens gerade bei mir um die Ecke im Stadion war Leichtathletik, Jugend und ich bin zufällig beim Spazierengehen vorbei und gerade da bei den wirklich bei den Profisportlern siehst du es auch super schön. Jedem ist bewusst einfach gut, er hat jetzt gerade eine volle Leistung gebracht, die Muskulatur ist super, auf Betriebstemperatur ist auch einfach wirklich angespannt, weil du einfach eine gewisse Körperspannung in deinem Sport einfach auch brauchst und genau aus dem musst du halt dann auch wieder rauskommen und dich rausdehnen und einfach wieder runterkühlen unter Anführungszeichen, dass du einfach deine Muskulatur auch wieder aus dem, sage ich mal, Wettkampfmodus rausbringst, mehr oder weniger, dass du nachher einfach auch nicht dann am nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett aufstehen kannst, weil dir deine Muskulatur derartig verkrampft ist, dass du nicht mehr dich bewegen kannst,
sondern einfach eben, um die Muskulatur wieder locker zu kriegen und einfach auch dem Körper wieder zu sagen, gut, Wettkampfmodus ist vorbei, entspann dich wieder und geh wieder in deinen Alltagsmodus über. Denkst du deiner Meinung nach, dass auch mehr Blockaden, Verspannungen kommen können, wenn das vielleicht weniger gemacht absolut, wird? Absolut, voll und okay. ganz. Ja, doch, absolut. Ja. Weil du ja doch auch als Reha-Trainerin da mit in dem Thema bist. Ja. Also das ist dir durchaus bekannt. Ja. Sehr interessant. Lisa, Wahnsinn. Ich glaube, du hast uns jetzt schon einen riesen Input gegeben und auch einen ganz tollen Einblick natürlich in das Ganze. Und auch schön, das auch von einer Tierärztin mal zu hören, muss ich sagen. Doch, wirklich ganz toll. Wir haben am Ende immer noch so kurze Fragen, kurze Antworten, nicht lang überlegen. Einfach, was dir als erstes in Sinn kommt, darfst du antworten. Gut. Mein Beruf ist für mich. Mein Leben. Meine Hunde sind für mich. Meine Alltagsbegleiter und meine absoluten besten Freunde und auch Riesenteil meines Lebens. Mein Lieblingsgerät im Agility. Der Tunnel. Den wichtigsten Satz, den ich von meinen Dozenten je gehört habe. Gute Frage. muss ich echt überlegen, auch wenn ich nicht sollte. Nein, im Endeffekt, darf auch eine Weisheit sein oder was dir mitgegeben worden ist. Im Endeffekt, das ist jetzt eigentlich was, wo ich sage, das betrifft vor allen Dingen auch die jungen Kollegen. Wir hatten einen Dozenten, der auch einfach gesagt hat, gerade wenn ihr schon länger im Beruf steht, schaut auch immer, dass die junge Generation was lernen darf. Und das war für mich einfach gerade am Anfang auch super wichtig. Und ich hatte glücklicherweise einen Chef, der das genauso gesehen hat und wo ich immer lernen durfte. Und ich kenne leider auch die andere Seite, wo wirklich der Chef sagt quasi, ich kann alles und ihr dürft mir assistieren und zusehen, aber lernen dürft ihr nicht. Und ich denke gerade das, dass du lernen darfst in diesem Beruf von den erfahrenen Kollegen, ist super wichtig. Das ist doch eine schöne Antwort. Den wichtigsten Satz, den ich immer Patienten mit auf den Weg gebe. Gibt viele Dinge. Im Endeffekt, es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber grundsätzlich ist mir einfach wichtig, habt Spaß mit eurem Tier, ja, und schaut einfach, dass ihr euch das Tier auch so lange wie möglich gesund erhaltet. Die Tiermedizin wird sich in den nächsten 5 Jahren definitiv weiter verändern. Also wir sind jetzt auch schon so, dass die Spezialisierung immer größer wird und auch die Fachgebiete dann oft einfach eigentlich immer kleiner und diesen klassischen Allrounder-Landtierarzt unter Anführungszeichen gibt es eigentlich schon gar nicht mehr und ich denke, es wird immer mehr in Richtung Spezialisierung gehen. Sehr schön. Was ich jedem Agility-Sportler mit auf den Weg geben möchte? da wo wir wieder beim Punkt wären, schaut einfach, dass ihr eure Hunde immer gut auf- und abwärmt, dass ihr möglichst lange gesunde Hunde habt und schaut einfach drauf, einfach auch im Parcours möglichst gelenkschonend mit ihnen zu arbeiten. Man merkt, das ist dir sehr wichtig, was ja, ich ja ist sehr feier. Es ist einfach wirklich super wichtig. Weil nur so kann ich einfach lange Spaß und Freude mit meinem Hund haben und habe eben nicht das Problem, dass ich den mit 6 Jahren quasi mit dem Rollstuhl vor die Tür führen muss, weil er sich nicht mehr bewegen kann. Ja, und das sollte ja eigentlich an erster Stelle mitstehen. So ist es. Der Hund ist ein Lauftier und wenn er das nicht mehr kann, wenn er nicht mehr laufen kann, dann hat er ein Problem. So sieht's aus. Ja. Das war doch der perfekte Endsatz und trifft wirklich auf jeden Hund zu, jetzt nicht nur auf Aggie-Hunde. Absolut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal bei dir, dass du da wirklich zugestimmt hast und jetzt so offen über alles mit uns geredet hast und uns natürlich auch diese Einblicke gewährt hast. Vielen Dank, gerne, Lisa, für deine Zeit.
Hab noch einen schönen Abend. Du auch, danke. Danke, ciao. Tschüss.